Hallo und herzlich willkommen zu Raum für Notizen. Mein Name ist Jan. Heute in der Sendung haben wir ein Multitalent. Als Moderatorin produziert sie seit April 2011 Jurassica, das Online-Magazin, Attraktiv, das Star-Magazin. Seit Februar 2012 wird das Magazin auch auf Alex veröffentlicht. Sie spielt in mehreren Clubs des queeren Berliner Partylebens und als freie Autorin schreibt sie für mehrere Stadtmagazine. Dazu kann man nur sagen, eine Frau geht seinen Weg. Herzlich willkommen, Jurassica Parker. Vielen Dank. War eine sehr patente Anmoderation, muss Dankeschön. Ich sagen. Ein Multitalent, wie bekommt man das denn alles unter einen Hut? Hat man überhaupt noch ein Privatleben? Ach Gott, naja, also ich habe schon ordentlich zu tun. Aber ja, ich nehme mir Raum und Zeit auch für mein Privatleben, sonst würde ich ja irgendwann wahnsinnig werden, ganz ehrlich. Ja. Was war vor Jurassica Parker? Ach Gott, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Du meinst, was ich vorher gemacht habe? Also ich mache ja jetzt die Travestie, ja, mache ich jetzt seit 8 Jahren, ja, und habe halt sozusagen neben meinem normalen Beruf damals angefangen. Ich komme ja eigentlich aus der Werbung und habe Kommunikationsdesign studiert und habe in einer Werbeagentur gearbeitet und irgendwann kam dieser perverse Hang zum Frauenkleider tragen in mir hoch. Und dann dachte ich mir auch, mache ich es doch jetzt einfach mal. Und wie kann man sich das vorstellen? Wann kam der perverse Zwang? Ja, ich habe irgendwann Anfang Mitte der 2000er habe ich so das Berliner Nachtleben entdeckt. Da war ich halt dann irgendwie auch, dann hatte meinen ersten Freund und war schwul und dann wollte ich natürlich da so die ganzen Diskos mal auschecken. Und dann haben mich diese ganzen Transen, die ja im Berliner Nachtleben so rumspuken, die fand ich schon immer wahnsinnig toll. Und dachte so, Mensch, das ist so toll, weil die sehen so schön aus. Und dann werden die auch so angehimmelt von allen Gästen und die werden dafür auch noch bezahlt. Ja, und ich dachte, das will ich auch machen. Ja. Und dann habe ich mir halt ja so einen ersten Fummel zusammengestellt und versucht, mich zu schminken. Und das war natürlich eher ein Unfall. Aber so fing das halt dann an. Und dann habe ich halt meinen normalen Job weitergemacht und war am Wochenende halt in meinen Clubs. Dann kam es irgendwann dazu, dass ich mal ein Club in Berlin, das Sputz, das ist in Kreuzberg, das ist so mein Home-Club sozusagen, der mich immer gefördert. Und die haben mich irgendwann mal angestellt als Schnapstranse. Ja, das ist so ein Freischnapstresen im Sputz. Da immer so das junge Gehüpfe, was irgendwie so angespült wird, darf dann da so Freischnaps verteilen. Das habe ich 4 Jahre lang gemacht. Danach konnte ich dann auch keinen Schnaps mehr trinken. Und dann hat es mit der DJerei angefangen, dass ich da so meine Leidenschaft entdeckt habe. Und dann wurde es halt irgendwann immer mehr und mehr. Und da habe ich angefangen, halt auch mal in Leipzig aufzulegen und so. Und wenn du halt irgendwie 5 Tage am Stück in einem Büro sitzt und am Wochenende auch noch auflegen musst nachts, irgendwann stirbst du ja davon. Geht ja irgendwann nicht mehr, weil du kommst ja dann nicht mehr zum Schlafen richtig. Und dann habe ich 2008 entschieden, ich höre jetzt mit meinem normalen Job auf. Ich will nur noch meine Kunst machen und will das machen, worauf ich Lust habe, weil ich weiß, dass ich so viel kann und ich will das nicht verschwenden und mein Leben könnte auch viel zu kurz sein. Also mache ich es jetzt einfach mal. War ein schwerer Schritt, den ich aber jetzt mittlerweile nicht mehr bereue. Warum war es ein schwerer Schritt? Naja, stell dir mal vor, wenn du halt einen festen Job hast, dann hast du schön dein Gehalt. Jedes Monatsende auf dem Konto. Wenn du krank bist, dann wirst du trotzdem weiter bezahlt. Ja, musst nicht zur Arbeit gehen. Sowas halt. Ja, hast deine Krankenversicherung, wird dir bezahlt. Halt so buchhalterische Dinge sind halt schon sehr einfach, wenn du angestellt bist. Als Freiberufler, ja, ist es halt ein bisschen schwieriger. Da gibt es halt mal gute Monate und auch mal schlechte Monate. Und du musst halt immer irgendwie gucken, wie du mit dem Geld zurande kommst. Ja? Und musst dich halt um alles selber kümmern, um deine Buchhaltung und Steuererklärung, dieser ganze Rotz. Es ist furchtbar. Aber das Schöne an meinem Beruf überwiegt so stark. Deshalb möchte ich nicht mehr tauschen, weil ich kann machen, was ich will. Und ja. Und was sind die schönsten Momente im Beruf? Oh Gott, da gibt's so viele. Also wir kommen ja schließlich sicher bestimmt auf mein Magazin zu sprechen nachher. Aber das ist eigentlich das, was mir am meisten Freude und Erfüllung auch bereitet, weil Fernsehen ist einfach meins und dieses Magazin zu machen ist ein Highlight. Ja. Und was machst du da im Magazin? Welche Themen sind da so? Ach Gott, also ich mache das jetzt ja mittlerweile. Ich bin gerade in der
Jetzt werden sie sich alle ärgern an den Kameras, ja, aber wir sagen jetzt, wir zeichnen ja gerade auf die Sendung. Wir sind aber eigentlich schon in 2013. Ne? Von daher bin ich jetzt schon in der 8. Staffel von Attraktiv, das Darmmagazin. Und da habe ich schon so viel gemacht. Ich habe eine Rubrik, die heißt Stark Berlin. Da gehe ich raus in eine Stadt und stell halt den Leuten Berlin vor. Da war ich schon in Neukölln unterwegs, hab Drogen in der Hasenheide gekauft oder war auf dem Türkenmarkt und hab mir da eine Melone gekauft und so einen Spaß halt. Dann war ich auf dem BER, da war der nämlich kurz vor der Eröffnung, der BER, der Flughafen, ne? Weißt du Bescheid. Ja. Das war jetzt im Juni, da war der kurz davor eröffnet zu werden, da haben sie so ein schönes großes Bürgerfest gemacht. War ich da, da habe ich schon gesehen, dass der nicht eröffnen wird. Und ein paar Tage später hat sich der Wovereiter dann entschuldigt, dass es nicht klappt. Sowas mache ich. Dann bin ich jetzt gerade in der aktuellen Staffel am Kudamm unterwegs mit einem Kollegen, Stefan Kuschner heißt der. Der spielt meine Tante Tiffy aus Köln. Und wir mischen da einen Kudamm auf, gucken uns die Stricher an und das Bahnhof Zoo und gehen ins KDW und so und was halt, ja. Wie würdest du dich denn selber beschreiben? Wunderschön. Natürlich. Und ja. So vom Charakter her? Wahnsinnig umgänglich. Total witzig auch, ja. Spontan, aufgeschlossen, teamfähig, flexibel. Also arbeitest du auch gerne mit Menschen zusammen? Ja, muss ich in meinem Beruf. Ne? Ich komme ja nur mit Menschen in Kontakt. Ja. Ja, mit dem teamfähig und flexibel war jetzt auch ein Witz, das schreibt man immer so in seine Bewerbungen mit rein. Ne? Wenn du halt im Fummel rumläufst, als Transe irritierst du ja grundsätzlich. Also außer jetzt vielleicht im Nachtleben, wo halt Schwule auch rumlaufen, die mit Transen sehr viele Berührungspunkte haben. Aber so, der Otto-Normalverbraucher kommt ja mit einem Darmimitator jetzt nicht so oft in persönlichen Kontakt und triffst immer auf Irritationen. Und da brauchst du eine große Klappe. Du brauchst aber auch Empathie für dein Gegenüber. Du darfst nicht zu verletzend oder verstörend wirken, wenn du halt irgendwie noch ein bisschen was mit dem machen möchtest. Und ja, und Freundlichkeit und Höflichkeit ist, glaube ich, auch immer eine wichtige Sache. Es gibt sehr viele Kolleginnen hier in Berlin, die vergessen das manchmal ein bisschen. Ich möchte jetzt keine Namen nennen. Aber? Ja, aber sie heißt Nina Queer. Und Nina, alles Liebe, ich liebe dich. Aber die ist halt oft sehr, sehr vorne raus und nimmt halt sehr viele Kraftausdrücke im Mund. Und da sieht man manchmal sehr große Fragezeichen in den Augen des Gegenüber, was sie auch möchte. Aber so bin ich nicht, weil ich möchte eigentlich immer ganz lieb und freundlich sein. Ich sage immer, man tritt nach oben und nicht nach unten. Deshalb bekommt es auch die ganzen Promiluder ab von mir. Aber keine Kollegen oder Zuschauer. Du sagtest ja, 2000 hattest du deinen ersten Freund gehabt. Ja. Wann kam das so? Dass du gemerkt hast, du stehst nicht auf Frauen? Oder hattest du was mit Frauen vorher gehabt? Ach Gott, jetzt wären wir aber hier richtig persönlich, Jan. Da muss ich gleich nochmal einen Schluck Kaffee nehmen. Ich trinke dann auch mal was. Ja, trink mal was. Ist besser fürs Bild. Haben wir eigentlich einen Schnaps heute auch hier? Nee, wa? Nein. Rauchen darf ich auch nicht. Das letzte Mal, dass ich gekommen bin. Also wir handeln dieses ganze Schwul-Thema mal ganz kurz ab. Schwul bin ich schon immer. Glaube ich, dass wenn man es ist, ist man es. Und ich bin auch der festen Überzeugung, das ist eine genetische Veranlagung. Das hat nichts mit Prägung oder Erziehung zu tun. Das ist in mir drin und habe das eigentlich schon immer gewusst, denke ich mal. Habe auch nie wirklich Interesse an Frauen gehabt, hatte auch noch nie Geschlechtsverkehr mit einer Frau und bin offen schwul, seitdem ich 17 bin. Was sagen deine Eltern und Freunde dazu? Zum Schwulsein oder zu meinem komischen Beruf? Beide Sachen. Komisch hast du jetzt gesagt. Ja, naja, das ist schon ein außergewöhnlicher Beruf. Ne? So, ja, mein Gott, also meine Eltern fanden es natürlich am Anfang, als ich denen das mit 17 damals gesagt habe, war es natürlich erstmal, ja, so ein Schlag vor den Kopf, glaube ich, obwohl die sich das bestimmt schon immer gedacht haben, weil Eltern wissen sowas. Da bin ich mir
komplett sicher. Aber die mussten damit natürlich erstmal klarkommen. Aber mein Gott, Eltern lieben ihr Kind und die sehen halt, ihrem Kind geht's gut und es ist glücklich und dann lieben sie dich so, wie es ist. Also es ist mittlerweile kein Problem mehr. Es ist jetzt auch schon Ewigkeiten her. Und ich stelle meinen Freund, auch meinen Eltern sofort vor und auch die ganze Familie kommt. Dann kommt der mit und auch genau wie mit dem Beruf. Meine Eltern sind meine größten Fans und alle Nachbarn und alle Freunde wissen, was ich mache und müssen sich das auch immer angucken, was ich mache. Und die sind auch schon oft mit auf Events gekommen und gucken jeden Donnerstag meine Sendung. Und das ist aber auch ein großes Geschenk, weil ich kenne auch viele, deren Eltern da nicht so locker sind. Und meine Eltern stehen 100% hinter mir und dafür liebe ich sie noch umso mehr. Waren deine Eltern bei deinem ersten Auftritt dabei? Um Gottes Willen, nein, 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 nein. Also da habe ich es auch noch so ein bisschen geheim gehalten. Bei meinem ersten Auftritt, also das heißt Auftritt, da bin ich ja nur so rumgegurkt in Frauenklamotten. Das habe ich denen auch jetzt noch nicht gleich gesagt, ne? Dass ich jetzt nicht nur schwul bin, sondern auch noch Frauenkleider trage, ist ja nochmal so eine Steigerung. Und wie hast du es gemacht? Hey Mama, hier, naja, ist dein Sohn. Das kam halt so, dass ich dann auch ziemlich bald angefangen habe, Partyveranstalterin zu werden und habe halt so 2 Jahre erstmal so eine Party veranstaltet. Und da bin ich natürlich immer im Fummel rumgeguckt und da haben sie irgendwann halt auch mal dann die Fotos von der Party gesehen und haben jetzt mal, sag mal, läufst du da als Frau rum? Meinst du, ja. Ach, ich mach das mal ganz gerne. Naja, und das mussten sie erst mal ein bisschen nachdenken. Aber aber die sehen halt, dass ich da so viel Spaß dran habe und dass ich ja auch Erfolg damit habe. Und die würden mich auch nicht mehr zurück ins Büro schicken. Ne? Würdest du wieder zurück ins Büro gehen wollen? Nein, auf gar keinen Fall. Niemals. Nein, nein, nein. Und ich auch nicht als Frau? Nein. Ach Gott, also das Thema müssen wir jetzt ja auch noch mal besprechen. Glaubst du, ich laufe den ganzen Tag so rum? Weiß nicht, kannst du da erzählen? Na, frag mich doch mal. Läufst du den ganzen Tag so rum? Nein, Jan. Das ist mein Beruf. Ich bin sonst im normalen Tagesgeschäft ein Mann in Jeans und T-Shirt und trage auch gern mal ein bisschen 3-Tage-Bart, so wie du. Nicht so gestutzt. Naja, du bist ja da auch sehr in Form rasiert, sehe ich gerade. Ich habe mich gar nicht rasiert. Du hast dich gar nicht? Ach Gott, du hast aber wirklich wenig Bartwuchs hier an der Seite. Ja, ich weiß das ja. Du bist ja auch noch jung. So, ich ziehe mich nur so an und schminke mich entweder für mein Magazin, wenn ich halt drehe. Und ich drehe sehr, sehr viel, weil ich ja jede Woche auf Sendung gehe. Oder halt, wenn ich nachts gebucht bin und in den Club gehe. Ansonsten kommt die Schminke nicht drauf, weil die Haut muss ja auch mal atmen. Wenn du ein Mann bist, heißt der Mario. Richtig. Wie spielen die zwei Persönlichkeiten miteinander? Also Jurassic und Mario. Wie meinst du das jetzt? Also wer nimmt denn zum Beispiel im Alltag mehr Platz ein? Ich denke mal, wie du sagtest, jetzt Mario oder ja, tagsüber? Ach Gott, also das ist auch ganz unterschiedlich. Ja, ich habe also jetzt gerade auch im Moment wieder so eine Powerwoche, wo ich wirklich jeden Tag im Fummel bin, weil ich so viel so einen Quatsch hier mitmache oder halt für mein Magazin drehe. Oder da bin ich wirklich 7 Tage manchmal am Stück jeden Tag geschminkt und dann ist Jurassic auf jeden Fall die vorherrschende Kraft in meinem Leben. Hat man dann andere Vorlieben zum Beispiel, wenn man geschminkt ist? Als wenn man nicht geschminkt ist? Vorlieben bezüglich was? Das kannst du ja auch suchen. Welche Vorlieben? Frage verstehe ich jetzt nicht. Vorlieben, du musst mir schon genauer fragen. Ja, zum Beispiel, wenn du als Frau unterwegs bist, ja. Achtest du da vielleicht auf andere Männer? Oder ist das immer... Also sagen wir mal so, wenn ich im Fummeln unterwegs bin, Jan, dann baggern mich die Männer an. Ja? Da gucke ich gar nicht, da wink ich nur ran. Ne? Und dann suche ich mir aus. Stehen die Schlange? Nee, die stehen nicht Schlange, aber manchmal stehen sie Schlange. Es kommt drauf an, wo ich bin. Also ich habe da auch, die Taxifahrergeschichte erzähle ich dir erst, wenn wir uns ein bisschen besser kennen. Und dann kannst du mich nachher nochmal drauf ansprechen. Und ansonsten... bin ich ein und dieselbe Person? Da wechselt eigentlich nichts, außer dass ich halt bunter bin und vielleicht auch ein bisschen eloquenter. Und ich merke jetzt, je länger ich diesen Job mache, dass wenn ich auch jetzt mal in Zivil sozusagen in einer Kneipe sitze oder auch mal ausgehe, dass ich es ganz schön finde, einfach mal in der Ecke zu sitzen mit 1, 2 guten Freunden oder meinem Freund
und einfach mal auch nicht mit irgendwelchen Leuten Smalltalk halten muss und mal einfach ganz privat sein kann. Und da bin ich, glaube ich, dann doch mittlerweile schon ruhiger als Mario. Wo fühlst du dich in Berlin am wohlsten, weil du sagst, privat, wo gehst du gerne hin? Also ich wohne am Meriendamm in Kreuzberg, das ist auch mein Kiez seit 1000 Jahren, ja, und da gibt's das Schwutz, das ist mein Club, wie gesagt, also nicht mein Club, aber mein Heimathafen, da wohne ich auch direkt gegenüber, ist Fluch und Segen zugleich, da bin ich sehr oft und dann ist da auch noch meine Stammkneipe, das Rauschgold, direkt gegenüber, neben meinem Hauseingang, ist auch Fluch und Segen zugleich. Da also ist man da öfters? Man sieht mich da doch öfters, ja. Und eigentlich komme ich aus diesem Kiez auch nicht oft raus, weil man hat alles vor der Tür. Ja. So, Meriendamm. Also, was ist so dein Lieblingsplatz? Also, bist du gerne in der Stadt oder bist einfach mal so auf dem Dorf? Zum Beispiel im Norden, im Süden von Berlin, wo mehr Grünfläche ist? Also du, ich muss sagen, ich gönne mir sehr wenig Urlaub im Jahr, meistens 1-2 Wochen höchstens, meistens nur eine Woche. Und dann will ich aber aufs Dorf. Das mache ich mit meinem guten, engen Freundeskreis. Wir ziehen uns zurück in irgend so ein wunderschönes, wir waren jetzt letztes Jahr auf dem Bauernhof in der sächsischen Schweiz. Und es war herrlich, weil da waren nur Kühe und Berge und das war toll. Ansonsten, hast du Tiere? Ja, ich habe einen Hund. Hast du einen Hund? Was aber, für ein Hund? Ja, das ist, ach oh Gott, das ist so eine Promenadenmischung. Da ist eigentlich alles drin, da ist jeder mal drüber gestiegen. Ne? Und das ist sehr süß. Er heißt Putin. Putin? Mhm. Magst du Putin? Nein, aber. Also nicht dein Hund, sondern jetzt ja, Putin? Nein, natürlich nicht. Auf gar keinen Fall. Aber mein Hund ist halt auch ein kleiner Diktator, deshalb heißt er so. Ne? Sind das nicht eigentlich nur Katzen? Nee, setz dich mal an den Esstisch und esse und dann weißt du, was ich meine, wenn der Hund daneben sitzt und bettelt. Ach so, okay. Nonstop. Was findest du an Berlin so toll? Warum wohnst du nicht woanders? Also zum einen bin ich hier geboren in Berlin-Neukölln. Das heißt, ich bin mit dieser Stadt groß geworden und nehme die vielleicht auch ganz anders wahr als viele der Zugezogenen, die nicht hier geboren sind. Entschuldigung. Kein Problem. Und Berlin ist deshalb toll, weil du hier als Künstler und auch als Transenkünstler, hast du hier halt erstens volle Entfaltungsfreiheit. Du wirst auch gerade, wenn du dich da niederlässt, wie in Kreuzberg zum Beispiel, du wirst halt auch nicht irgendwie wie ein Alien angeguckt und behandelt. Darf man eigentlich Transe sagen? Also dürftest du dir sagen Transe? Ja, du darfst zu mir Transe sagen. Das ist kein erniedrigender Begriff. Ja, und deshalb ist Berlin toll. Und hier gibt es halt auch viel, viel Nachtleben und viel Programm. Das heißt halt auch, ich könnte in anderen Städten gar nicht so gut und viel arbeiten, wie ich hier in Berlin kann. Ne? Und was ist schlecht an Berlin? Gibt es da was Schlechtes? Ach Gott, ich könnte jetzt natürlich diesen ganzen abgelutschten Gentrifizierungsscheiß runterlabern, mache ich aber nicht, nervt aber trotzdem auch gerade in Kreuzberg. Ansonsten ist Berlin eigentlich toll. Möchte hier auch nicht weg. Ich könnte mir keine andere Stadt in Deutschland vorstellen, wo ich hinwollen würde, wenn dann überhaupt Ausland. Und wohin? Irgendwo, wo es warm ist. Spanien ist aber gerade finanziell gerade nicht so gut die Wahl. Naja, ansonsten vielleicht New York. New York? Ne, wenn schon, denn schon. Kannst du gut Englisch? Ja, Englisch kann ich ganz gut, ja. Also gerade hier in Berlin muss man ja auch viel Englisch sprechen, gerade im Nachtleben. Da sind ja eigentlich die Hälfte sind ja nur Touristen, Spanier und Amis. Da muss man viel Englisch sprechen, ne? Ja. Also findest du auch die Sprache Spanisch auch sehr attraktiv? Eigentlich hört sich Spanisch total beschissen an. Echt, ja? Ja, ich finde, Spanisch hört sich immer an, als ob die besoffen sind, wenn die reden. Möchte ich auch nicht lernen, ist mir zu viel Laute. Möchte ich nicht. Worauf blickst du gerne zurück auf deine Kindheit? Ich hatte eine wahnsinnig schöne Kindheit in Britz. Bin da über Felder gerannt und hatte eine ganz behütete Kindheit, fast schon dörflich. Ich weiß nicht, ob dir Britz was sagt in Neukölln. Ja. Das ist ja wirklich wie ein kleines Dorf. Da gibt es ja noch eine alte Dorfschule und eine Kirche und ein kleines Schloss sogar. Glauben ja ganz viele nicht, wenn man sagt, das ist in Neukölln. Und
Ja, und ich hatte eine ganz wunderbare Kindheit. Also warst du auf der Dorfschule? Ja, es war eine ganz normale Gesamtschule, aber die dritte und vierte Klasse wurde immer outgesourced, wie man so schön sagt, in diese Dorfschule, in die Backbergschule, weil das, keine Ahnung, weil nicht genug Platz war auf der großen. Wie warst du als Schüler in der Schule? In der Grundschule sehr, sehr gut. Ist ja jeder. Ja, ist jeder, stimmt aber nicht, aber eigentlich schon. Es pendelte sich dann so im Durchschnitt an. Ja, mein Abi hätte besser sein können. Ich habe halt dummerweise dann zu der Zeit halt auch mit dem Kiffen angefangen. Ja. Und dann wurde das Abi dann halt doch nicht so gut. 2,7 Durchschnitt. Ja. Also ich sage immer, ich hätte eine 1,9 schaffen können. Ja. Und danach hast du dann Marketing studiert, oder? Kommunikationsdesign. Genau. Ja, das Kommunikationsdesign ist Grafik in der Werbung. Hm. Ja, also. Und das war schon immer dein Traum, dass du es gerne machen wolltest? Ja, das war immer mein Traum. Ich merke das auch mal wieder, wenn ich mit jungen Leuten spreche, die gerade irgendwie aus der Schule raus sind oder so. Und dann sage ich immer so, Mensch, was willst du denn so machen? Und ganz viele sagen immer, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich machen will und so. Und das verstehe ich immer nicht. Weil ich wusste, seitdem ich, glaube ich, 15 bin oder so, wusste ich, ich will Grafik machen. Und da hatte ich schon immer einen Hang zu. Und das habe ich dann auch sofort gemacht. Und ich verstehe immer gar nicht, dass so viele Leute nicht wissen, wo ihre Talente liegen oder wo wenigstens die Interessen liegen. Ja, das war mir schon immer klar. Mit der Travestie kam dann irgendwann später natürlich noch. Ne? Gibt es denn Menschen, die Jurassica Parker nicht mögen? Ganz bestimmt, aber die sagen es mir nicht, weil sie sich nicht trauen. Und wieso trauen sie sich nicht? Weil ich so ein Magazin mache jede Woche und sie, glaube ich, Angst haben, dass ich sie diffamieren würde, mein Magazin. Nein, Quatsch. Ich glaube, es gibt sicherlich Leute, die mich nicht mögen, aber warum sollten sie es mir sagen? Also ne, man kann ja, ich bin ja immer dafür, dass man höflich miteinander umgeht und freundlich, und so behandle ich eigentlich jeden, der mir über den Weg läuft. Und deshalb, glaube ich, gibt es jetzt auch keine großen Hasser von mir, hoffe ich. Gut. Ich verabschiede mich bei der Sendung. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Freude. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.